Seltsam. Ich dachte immer, ich würde euch eines Tages verhaften. Wenn ich hier beschließe, mich verhaften zu lassen, Evelyn, seid ihr die Wache, die mich fangen darf. Fangen darf? Beschließe, verhaften zu lassen, hat mich wohl nicht gestört. Gut zu wissen. Eure Magier-Templer-Gruppe hat den Sturz von Meredith angestrebt. Ich bedauere plötzlich, dass ich mich eingemischt habe. Ich hatte schon damit gerechnet, dass Meredith das Ganze arrangiert hat, damit ich mich selbst belaste. Wenn Meredith im Amt bleibt, wird sie Kirkwall zugrunde richten. Leise, werte Freundin. Es gibt keinen sicheren Ort für derlei Worte. Aber seid versichert, ihr seid nicht die Einzige, die so denkt. Bitte nehmt dies zum Dank an. Es wird euch bestimmt mehr nutzen als meine Freundschaft. Die Kommandantin war bereit, den Mitverschwörern von Sir Thrask gegenüber gnädig zu sein. Aber ihr seid vermutlich die einzige Magierin in Kirkwall, die sich auch selbst an die Kommandantin wenden könnte, wenn ihr das möchtet. Also, wie kann ich euch helfen? Entschuldigt, dass ich euch gestört habe. Das habt ihr nicht, Champion. Hättet ihr eine Minute, Hawk? Ich weiß, das ist eine alte Geschichte, aber erinnert ihr euch an das Haus in der Oberstadt, in dem sich Bartrand verbarrikadiert hatte? Bartrand hat jetzt, wo er im Sanatorium ist, keine rechte Verwendung mehr dafür. Also habe ich versucht, es zu verkaufen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Markt für die Häuser von wahnsinnigen Mördern besonders groß ist. Die gruseligen Leute, die sich dafür interessieren, sind im Allgemeinen nicht diejenigen, die genug Geld besitzen, um mich davon zu befreien. Ich habe in Rivain einen niedrigeren Adligen gefunden, der es ungesehen gekauft hat. Aber jetzt gibt es leider ein Problem. Der Käufer behauptet, in dem Haus spuke es. Bartrands Gräueltaten müssen die Barriere zwischen dieser Welt und dem Nichts geschwächt haben. Beim Erbauer. Das hoffe ich nicht. Ich bezweifle, dass ich den Schleier durch reine Gewaltanwendung schließen könnte. Es gab wohl einige kleinere Problemchen. Flüsternde Stimmen in den Wänden, Erscheinungen, Dinge, die sich von allein bewegt haben. Ich hoffe, die Ursache ist ein Relikt, das Bartrand aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Wir zerstören es und schon ist der Spuk Geschichte. Na schön, untersuchen wir das Anwesen. Mal wieder. Danke, Hawk. Ich wusste, ihr würdet mich nicht hängen lassen. Isabelle, meine düstere Göttin, ihr habt euch ins Fleisch meines Herzens gegraben, wie ein Wurm in einem blutroten Apfel. Herzwurm, ihr! Oh, seht mal, da ist meine Freundin. Bitte entschuldigt mich. Aber ich war noch nicht einmal an der Stelle, an der ich euch einlade, euch an meinem zarten, weißen Fleisch zu laben. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das kann ich verkraften. Wo wir gerade von Romantik sprechen. Ihr, Anders. Und Gerechtigkeit. Das muss aufregend sein. Wie heißt es so schön? Drei sind keiner zu viel. Ich bin gerne mit Anders zusammen. Und mehr werde ich darüber nicht sagen. Das mit Anders ist nichts Neues. Aber was ist mit Gerechtigkeit? Ist er auch mit von der Partie? Oder denkt er vielleicht, ihr wärt ein viel zu guter Mensch und zögert deshalb, euch eine Abreibung zu verpassen? Das wäre doch wirklich zu schade, nicht wahr? Jeder hat doch von Zeit zu Zeit eine kleine Abreibung verdient. Ich zum Beispiel könnte genau jetzt eine vertragen.
Sind eure Reisen stets zu euren Diensten, Messer. Ich will nach Hause. Eines Tages... Seht euch das an. Eine Gnadenklinge? Ich erinnere mich. Sie sind im Reich weit verbreitet. Repliken des Schwerts, mit dem Orkon Assarion Andraste tötete. Dieses hier scheint sehr fein gearbeitet zu sein. Ich dachte, es könnte etwas wert sein. Das ist es. Hier, ich zeige es euch. Das sind Ehrengeschenke für verdiente Untertanen des Reiches. Daenerys war ganz verrückt danach, soweit ich mich erinnere. Ihr redet nicht viel über das Reich. Weil ich nicht gerne daran zurückdenke. Ich will, dass ihr es bekommt. Denkt ihr, ich trage ein Ehrenzeichen des Reichs? Das soll wohl ein Scherz sein. Behaltet euer Schwert. Verkauft es. Schmelzt es von mir aus ein. Ich will mit seiner Magie nichts zu tun haben.